herzlich willkommen auch heute wieder zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Viele Menschen schreiben uns und wir freuen uns sehr über jedes Feedback. Und da schreibt uns jemand: Danke für eure Sendung Hoffnung um 12. Die Gebetserhörungen geben mir täglich viel Hoffnung, dass Gott auch meine Gebete erhört. Aber ich bin so müde und kann manchmal nicht mehr beten. Ich möchte jetzt ganz kurz für alle beten, die müde geworden sind und entmutigt sind. Danke, Jesus, dass du mit jedem jetzt bist, der so müde geworden ist durch diese lange Phase der Krise. Und ich danke dir, dass du jeden aufrichtest und jedem wieder neuen Mut gibst und neue Perspektive und neue Freude. Danke, Jesus, dass du mit jedem Einzelnen bist, der müde geworden ist und der entmutigt ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Stell dir vor, das ist die 41. Sendung, die wir mit Hoffnung um 12 machen. Und wir haben hier was ganz Buntes und dazu gleich mehr. Ja, lass uns einfach dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt am letzten Wochenende die 2000er Schwelle überschritten haben, über 2000 Abonnenten, die auch Hoffnung um 12 schauen und deshalb so ein Glas mit 2000 solche Bonbons drin. Und wir feiern das heute und wollen was richtig Tolles machen. Wir wollen unter denen, die heute einen Kommentar in den Chat schreiben, 20 solche Bücher von mir weitergeben. Also das Buch Bleib auf Kurs kannst du gerne haben. Wir wählen aus 20 der Kommentare 20 aus und werden dich anschreiben und von dir dann die Adresse erbitten. Du brauchst sie nicht in den Chat schreiben. Und schreibe davor, wenn du interessiert bist an diesem Buch heute, dass du es kostenlos bekommst zum Feier des Tages mit Hashtag 2000. Also für diejenigen, wo nicht wissen, was Hashtag ist, das ist das Gartenzaunzeichen 2000. Schreib das vor deinen Kommentar und du bist mit dabei und kannst unter 20 ausgewählt werden. Ja, aber ich möchte auch die Gelegenheit nutzen. Du bist wirklich etwas ganz Besonderes unter ganz vielen. Wir sehen hier 2000 solche Bonbons und wir sehen, jedes ist unterschiedlich. Und es hat zwar die gleiche Farbe, aber ich habe mir das näher angeschaut. Die sind leicht anders geformt und dann hat es zwischendrin ein paar blaue, sehr wenig blaue. Und ich weiß, als Kinder, die Farbe, die es am wenigsten gab, die war am begehrtesten. Also, und einer von denen bist du in der großen Menge, jetzt auch unter den Zuschauern. Und trotzdem bist du ein Unikat. Und wenn du hier fehlen würdest, nehmen wir mal an, du wärst der Blaue hier, oder ja, das blaue Bonbon hier, wenn das fehlen würde, wäre das Glas nicht ganz so voll, wie es jetzt ist. Du bist wirklich ein Unikat und du sagst, ja, das drückt, ich bin weiter unten, ich wäre gern weiter oben. Was ist mit denen, die zwischendrin sind? Wenn aber eins fehlen würde, wäre es nicht vollständig. Dann wären es 1999. Also, du bist ein Teil, dass das Ganze vollständig ist. Und so ist es auch im Glauben. Jesus möchte dich dabei haben, sonst ist nicht vollständig. Er braucht dich, er liebt dich. Er braucht dich nicht, um zu existieren, aber er möchte dich lieben von Anfang an. Er möchte dir heute so viel geben und feiere du mit uns diese Schwelle, die wir überschritten haben und es sind jetzt schon wieder einige mehr. Bei 3000 machen wir wieder irgendwie was. Aber ich sag dir, sei wirklich das Unikat unter den vielen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für jeden, der jetzt zuschaut, der sagt, ich bin so wertlos, keiner denkt an mich, keiner braucht mich, keiner will mich haben, keiner kommt vorbei oder was auch immer. Ich danke dir dafür, zeige du jedem, dass er ein Unikat ist. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Und weil Jesus dich liebt, wollen wir auch heute wieder beten für Gebetsanliegen. Und er schreibt uns eine Frau: Ich werde in diesem Jahr 60, bin verheiratet und Mutter von 3 erwachsenen Kindern und 5 Enkeln. Mein Anliegen: Seit längerer Zeit schmerzen mich meine beiden Daumengelenke sehr und alle Haus- und Gartenarbeit spüre ich dementsprechend. Darf ich Sie um Gebet bitten? Da wollen wir gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst, diese Mutter und Großmutter. Und ich danke dir, dass du auch weißt um ihre Probleme, um ihre Schmerzen, die sie hat in der Hand, im Daumengelenk. Danke, Jesus, dass du da eingreifst. Und wir entmachten jeden Schmerz im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass sie frei ist, frei von jedem Schmerz und wieder ihrer Arbeit nachgehen darf, so wie du es geschaffen hast, dieses Handgelenk, dieses Daumengelenk. Danke, Jesus, dass du das wiederherstellst. Und ich danke dir auch für alle anderen, die Schmerzen haben jetzt, dass du sie berührst. Danke, dass jeder Schmerz besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und ich danke dir, dass wir jeden Schmerz auch entmachten dürfen in deiner Autorität und in deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du bei jedem eingreifst, der jetzt gerade Schmerzen hat. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Anliegen kam per E-Mail. Von Herzen danke ich für eure Sendung Hoffnung um 12. Sie ermutigt mich freimütig, um Gebetsunterstützung zu bitten, in mancherlei Nöten. Und sie ermutigt mich, durch die vielen Zeugnisse auch die Hoffnung auf Heilungswunder aufrecht zu erhalten. Heute bitte ich um Gebetsunterstützung für die immer noch sehr unbekannte Krankheit, myalgische Enzephalomyelitis. Es ist eine Multisystemerkrankung mit den Hauptsymptomen schwere Erschöpfung, Müdigkeit und Schwäche. Seit mehr als 5 Jahren bin ich dadurch überwiegend ans Bett gebunden. Ich sehne mich nach Heilung. Bitte betet für mich. Und das kann man gut verstehen, dass man sich da nach Gesundheit sehnt. Jesus, ich danke dir, dass wir dir diese Frau bringen dürfen. Danke, Jesus, dass du mit ihr bist und dass du auch diese Multisystemerkrankung kennst und dass du die Macht und die Kraft hast, ihren Körper wiederherzustellen in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und alles, was da fehlläuft und falsch läuft, das kannst du wiederherstellen. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade deine Hand auf ihren Körper legst und dass dein Heilungsstrom fließt. Ich danke dir, Jesus, dass sie wirklich das Bett verlassen darf in deiner Kraft und in deiner Gesundheit. Danke, Jesus, dass du es ihr schenkst und dass du sie berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und wir glauben, dass Gott Wunder tut. Ja. Und schreib uns jetzt dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Und per E-Mail erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Ich brauche finanzielle Hilfe, meine Schulden zu bezahlen und brauche Möbel und eine andere Küche. Meine alten Sachen waren kaputt, morsch, habe keine Arbeit, möchte gerne eine Arbeit haben. Ja, was für eine Fülle von Anliegen in ein paar Sätzen. Und ich sag dir, Gott hat für dich die Lösung, aber es ist auch wichtig, dass du deine Sache machst. Du schreibst ja auch hier, möchte gerne arbeiten. Das ist auch gut so, weil manche sagen, Gott, mach alles und ich empfange von dir sehr gerne und arbeiten nicht und machen auch Dinge falsch mit den Finanzen. Das machst du ja nicht, aber den Rat für alle, es ist wichtig, auch unsere Sache zu tun und jetzt wollen wir dafür beten. Herr, du kennst die Person, die jetzt hier geschrieben hat, die jetzt wirklich alles braucht, die Finanzen, die Versorgung, eine Arbeitsstelle. Herr, ich glaube, nach meinem Verständnis von unten rauf ist eigentlich die Lösung, dass du wirklich eine Arbeit schenkst, dass auch Finanzen da sind. Herr, du hast Lösungen, wo wir keine haben. Und ich danke dir dafür, für die vielen, die schon durch das Gebet in dieser Sendung Arbeit bekommen haben. Und lass auch das hier geschehen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und auch Menschen, die Krebs haben, schreiben uns. Und so schreibt eine Frau: Meine liebe Freundin und Schwester im Herrn hat wieder Krebs. Nach 7 Jahren ist der Krebs mit Metastasen zurück.
Ich möchte euch um Begleitung im Gebet für Sie und Ihren Mann bitten. Und noch ein Anliegen wegen Krebs. Heute habe ich ein sehr dringendes Gebetsanliegen. Mein lieber Bruder hat einen bösartigen Tumor am Zungengrund, der bereits gestreut hat. Bitte betet um ein Heilungswunder. Vielen lieben Dank. Wie wunderbar, dass wir zu unserem Herrn und Gott kommen dürfen, wenn Ärzte keine Möglichkeit mehr haben, obwohl sie gerne helfen würden. Und da ist unser Herr dort, wo oftmals das Menschliche zu Ende ist, da beginnt Gottes Größe. Und Herr, ich danke dir dafür, für deine Größe jetzt. Ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen so wunderbar begegnest, der jetzt Krebs hat. Ich danke dir für die zwei Personen, aber es sind noch viel mehr, die zuschauen, die Krebs haben, auch diejenigen, die Angst haben, dass sie es haben oder dass es wieder zurückkommt. Ich danke dir, dass der Krebs besiegt ist und dass in deinem Namen, Jesu, jeder Krebs weichen muss, vertrocknen muss, verschwinden muss. Und ich danke dir dafür, für deine Kraft am Kreuz, die so mächtig ist. Und danke, Herr, lass uns auch die Berichte von einer Berührung, von einer Heilung, von einer Lösung empfangen, Herr, von diesen wunderbaren Menschen. Danke, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gott und eine Heilung per Livestream. Ein herzliches Dankeschön für die Gebetsnacht. Habe sie im Livestream miterlebt. Unser Herr hat mein rechtes Bein geheilt und mir die Schmerzen weggenommen. Danke, Herr. Wie wunderbar. Und auch aus dieser Sendung Hoffnung um 12 kam diese Gebetserhörung. Ich danke euch von ganzem Herzen. Meine Bitte von voriger Woche, dass Gott meine vielen Verletzungen heilen möge, damit sie nicht mehr aufbrechen wie Geschwüre, ist erhört worden. Danke, danke für das Gebet. Auch die Bitte von gestern, der Arbeiter konnte das Krankenhaus verlassen. Bitte beten noch mit mir, dass auch seine Kopfschmerzen ganz vergehen. Danke, Jesus, dass du immer bei uns bist und uns nicht verlässt. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch jetzt diese Kopfschmerzen noch wegnimmst, diese Reste, wo da noch sind. Ich danke dir, Jesus, dass auch diese Kopfschmerzen verschwinden im Namen Jesu. Amen. Ja, es ist so wunderbar, dass ihr uns eure Gebetserhörungen auch mitteilt, auch die Dinge, die noch nicht ganz erhört worden sind, wie jetzt das letzte. Aber es ist so wichtig, dass du es auch uns mitteilst über diese eingeblendete WhatsApp-Nummer. Schreibe uns deine Erhörung, schreibe uns die Erhörung oder schick ein kleines Filmchen. Wir werden es gerne weitergeben und du hast auch gehört, ganz am Anfang, ich habe Hoffnung, weil ich diese Gebetserhörungen gehört habe in dieser Sendung. Gib einem anderen wieder die Hoffnung, indem du dein Zeugnis hier uns mitteilen lässt. Oder mitteilst, besser gesagt. Der Tipp des Tages heute. Wir haben angefangen, die 2000 YouTube-Abonnenten, die wir hier bisschen bildlich darstellen, wo einer davon du bist. Und ich möchte dich heute einladen, bete für einen dieser Freunde. Du kennst vielleicht keinen davon, aber bete für die Freunde, die hier auf YouTube mit dir diese Sendung sehen. Nimm jetzt gleich nach der Sendung mal ein bisschen Zeit und bete für diese Menschen. Wir beten gerne auch für dich, aber bete du auch mal für diese Menschen, die jetzt zuschauen, dass sie wirklich Gott erleben. Vielen Dank, dass du dabei warst und auch danke für dein Vertrauen, dass du uns dein Gebetsanliegen schickst. Und du darfst es auch weiterhin tun und auch am Telefon bis 13 Uhr. Solltest du YouTube noch nicht abonniert haben, dann mach es gleich. Wir freuen uns drüber und du wirst immer informiert. Heute Abend am Mittwoch ist was ganz Besonderes. Wir sind heute im Fernsehen auf zwei säkularen Sendern wirklich live. Wir sind heute in der Christuskathedrale und werden live auch für Gebetsanliegen beten. Und wir sind auf Anixe HD, Anixe Plus,
auf Facebook, YouTube und im Livestream. Heute Abend um 19 Uhr schalte ein und beteilige dich auch. Wir freuen uns über dein Feedback. Gib uns dein Feedback und dein Zeugnis. Ja, und wir verabschieden uns jetzt wieder und freuen uns, wenn wir uns heute Abend sehen oder auch morgen wieder bei Hoffnung um 12. Alles Gute und Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.